Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Mein Gott, da ist jemand erschienen. Ja, in der letzten Folge sind wir aus dem Labari-Kessel, heißt das Ding so? Ja, aus dem Labari-Kessel entkommen und haben Isla oder Isla oder wie auch immer man den Namen ausspricht gestellt, ob sie irgendwas über Elise weiß. Und ja, jetzt müssen wir Jürgen suchen. Ja, Jürgen, ich habe keine Ahnung, wer ist. Aber als erstes gehe ich mal hier hin, denn ich habe offscreen ein paar Materialobjekte gesucht und dabei auch rahmschwarze Federn gefunden. Und jetzt haben wir insgesamt irgendwas mit 200. Jawohl, ihr habt soeben die 200 Federmarke überschritten. Was kriegen wir? Hier, ich möchte euch das hier geben. Ein Hut. Ein Hut. Hutfrisur, Jude. Frisur zum Tragen eines Hutes. Sie verleiht ein kultiviertes, erwachseneres Aussehen. Mila, Alvin, Elise, Rowan, Leia. Oh, 20.000 Gold. Hey, ist das zu glauben? Dieser Händler jagt tatsächlich Federn hinterher. Ich bin schon seit Jahren im Geschäft, aber ich habe noch nie von einem Federhändler gehört. Ich auch nicht, aber scheint erfolgreich zu sein. Er hat wohl jemanden gefunden, der verrückt genug ist, sie ihm abzukaufen. Hey, solange die Belohnung so gut ist, wollt ihr eure rahmschwarzen Federn gegen Objekte tauschen? Aber da ist immer noch Mist hier zum Angebot. Wir haben schwarzes Küken. So, zeig mal her. Ich habe übrigens auch noch ein bisschen trainiert. Also hier, Hutfrisur. Wie geil. Wo ist denn der Hut? Ah, verdammt. Ey, voll der Mafioso irgendwie. Ne, lass mal erstmal. Ich habe jetzt mal die ganzen Farbvariationen ausgerüstet. Von Leia habt ihr noch gar nicht die Klamotten gesehen, ne? Pink und weiß. Und jetzt sogar eine alternative Farbe für ihre Blümchen hier. Schön, ne? So, jetzt haben wir erstmal Geld bekommen. Jetzt haben wir insgesamt 60.000. Ach, aufleveln. Ja. Ich habe für jeden ein Level noch aufgelevelt, weil die waren alle kurz vor dem Level auf. Da habe ich noch ein Level gemacht. Und ja. Warum nicht? Was können wir denn nehmen? Geist. Ja, das wollten wir nehmen. Es bekommt zur Stärke. Das braucht sie natürlich. Ja. Und wahrscheinlich erfahren wir noch ein bisschen mehr über Elise in diesem Part. Hoffentlich. Ja, da habe ich ja nichts dagegen. Du kannst beim Vorwärts. Ach ja, genau. Noch mehr Bewegung, geil. Ja, ich frage mich schon, obwohl ich keine Ahnung, ich möchte irgendwie nicht so viel bei Elise wissen. Also nein, natürlich will ich viel bei Elise wissen, aber was ich meine, je mehr von ihrer Hintergrundstory, oh Beast, je mehr von ihrer Hintergrundstory erzählt wird, desto dramatischer wird es und dann wird Elise traurig und das will ich nicht. Nö, das macht mich dann traurig. So, du bekommst jetzt hier Gewitterschuss. Ja, ich habe übrigens auch in den Kämpfen was bemerkt. Verwirrungsschlag, nehmen wir das. Nämlich kann ich mal in einen nächsten Kampf zeigen. Obwohl ich weiß nicht, ob jetzt in kurzer Zeit ein neuer Kampf kommt. Aber jeder Charakter kann in seinem normalen Angriff noch wenn man L1 gedrückt und dann X drückt, noch andere Angriffe einsetzen. Das fand ich richtig klasse. Also nicht nur normale X-Angriff, also Schlag, 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 sondern auch wenn man L1 drückt, dann kommen noch spezielle Schläge. Das kann ich ja gleich mal zeigen. Das hat mich echt verwirrt irgendwie. Aber naja, warum nicht? So, ich möchte erstmal hier Vitalität. Mir schon die Wahl ab. So, du bekommst das hier. Aber das sagt einem auch niemand. Ist ja, wenn man L1 drückt und dann X, dann setzt man dann diesen Illusionsangriff ein. Luftsprung. Ach ja, stimmt. Deswegen war ich erst verwirrt, warum auf L1 noch so ein anderer Angriff eingesetzt werden konnte. 10% Sekunde hoffentlich verbraucht werden. Ja, das ist natürlich sehr. Ich muss mir mal Trinker des Lebens kaufen. Ich habe 2 verloren. Weil zweimal ist Rowan verreckt. Verdammt. Intelligenz, ja, für Heilzauber.
Das fand ich jetzt nicht so schön. Er muss unbedingt mehr KP haben. Und sie auch. So, hat man das erledigt. Ja, finde ich ja gut, dass dass die was bekommen wir? Liliumkugeln? Dass die Liliumkugeln nicht verballert werden, dass ich das immer noch zeigen kann. Also hier wird nichts offscreen gelevelt oder gelernt oder was weiß ich. Passt eigentlich schon richtig. Okay, jetzt holen wir uns noch ein bisschen Ausrüstung. Ich habe eine Menge Geld und mit eine Menge Ausrüstungsmaterialobjekte und Blätter. Verdammt. Beides mal 3. Ah, schwer. Machen wir jetzt alles andere. Ich dachte eigentlich, ich hätte viel mehr. Ich habe mir mal angeguckt, aber so viel habe ich gar nicht. Aber wird schon reichen. Und das war's hiervon. So. Dann noch ein paar Fische. Haben wir nicht. Ey. Mein Lebensmittel muss ich auch noch holen. Ja, in dem Part wird natürlich wieder sehr viel passieren. Okay, Waffen. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Leveln wir den einen Level auf und den anderen. Eine Biene, was? So. Damit diesen L1 angriffen hat mich aber schon ein bisschen verwirrt. Also, das kam irgendwie mit noch nichts. Ich habe das nur durch Zufall auch irgendwie herausgefunden. Keine Ahnung wie. Aber naja. Zack. Wundergummi. So, wenn man nach den Titeln Ausschau gehen kann, dann. Ach ja, sie braucht einen neuen Stab. Sie ist noch so 2, 3 hinterher, ne? Ja. Kommen wir diese. Also bekommen wir auch Erweiterungspunkte, genau. Ich habe ja jetzt im Moment, ich habe 49.999 Gold. So, jetzt hole ich aber nur noch für welche, die mindestens 2 hinterher hingen. Weil sonst ist das doch schon ein bisschen heftig. Und das ist bei niemandem im Fall. Der Fall. So, ich sollte mal bei Zubehörobjekte kaufen. Ich kaufe nie Zubehörobjekte. Ja, schwarze Onyx. HP, die KP um 30%. War das schon ein bisschen übertrieben. Könnte ja auch eigentlich richtig nützlich sein, aber. Ach, die Dinger, ja, die kenne ich auch. Warte mal, bald stehen. Ah, cool. Da möchte ich haben. Ja, aber die Dinger, die machen mich irgendwie nicht an. So, wer hat denn hier Stiefel ausgerüstet? Leia. Ja, komm her. Und sie hat nicht ausgerüstet. Ne, ich gehe lieber auf Rüstung, oder was? Nö. Weil, ja. Keine Ahnung, die machen mich nicht an. Okay, wer hat hier schon wieder. Warum kannst du nicht. Ja, und sieht man eben seine Brust. So, da Rowan so oft verreckt ist. Zweimal, ganz zweimal. Soll er es bekommen. So, Jude hat noch reichlich aktuelle Sachen. Er überhaupt nicht. So, und Elise, die hat ja Stäbe schon. Verdammt wenige. So, und jetzt die Hüte und so alles. Wer hat denn hier Mützen ausgerüstet? Rowan. Nee, du hast noch aktuell. Erstmal Alvin. Hä? Boah, ich hab noch auf. Boah. Mein Gott. So, und Bänder hier haben Layout wieder. Glaube ich. Boah, wieso hast du das Elise gegeben? Ey. Boah.
macht das Spiel, was es will. So, verkaufen. Ja, da muss ich mich auch dran gewöhnen, dass wir hier alten Sachen verkaufen. Wieso bekommen wir dafür eigentlich nicht Punkte? So, ich habe zwar noch Geld, aber lass mal erstmal. Boah, 10 Minuten mit Ausrüsten verballert, geil. Man sieht, ich investiere meine Zeit gut. Wir haben kein Rezept drin. Stimmt. Hier. So, Ausrüstung, nein. Ausrüstung brauchen wir jetzt nicht so. Ausrüstung. Erfahrungsfutter brauchen wir eigentlich nicht so. Immer noch hier. So, das hier und das hier und das hier und das hier. Und das hier und das hier. Nein, das sind, die sind zu teuer. Aber die. So. Hahaha. Ja, Galt schenken, du kannst. Wie viel? Ich muss mal gucken. Wie viel wird das überhaupt bringen? 10 Galt, ein Erfahrungspunkt, ehrlich. Ja, genau. Na gut, dann gehen wir mal mit aktualisierter Ausrüstung nach, wenn ich wüsste, Chandu, genau. Weil da ist irgendwo Jürgen. Jürgen. Jürgen, keine Ahnung. Hoffe ich ja. Das ist eine gute Frage. Keine Panik. Das kann das Glücksspiel. Hey, sounds like they allow wagering at the Chandu Coliseum. Wanna give it a shot? Leia really loves to gamble. Count me out. That's surprising. You seem like the type who would enjoy that sort of thing. Gambling's a big thing in my hometown. I've seen it go wrong time and time again. Oh, come on! We'd just be doing it for fun. The folks who lose their shirts all start out saying that. It's the first rule of betting. If you're just goofing around, don't gamble. If you want to gamble, don't goof around. So, in other words, only gamble when you're willing to stake everything. Exactly. Little dramatic, don't you think? If you really want to play, I'm not gonna stop you. Just some friendly advice. Alvin sure got serious all of a sudden. Maybe we should take his advice. Yeah, let's skip. Er hat bestimmt eigene Erfahrungen in dem Gebiet. So, da sie aber das Kolosseum, boah. Maybe I should pay a quick visit. A visit to where? Oh, did you overhear that? That's nothing. Just an acquaintance who lives here is all. Ja, wer denn? Mein Gott. Was muss ich doch wissen? Und nicht Mila. Was ist hier? Goldstaub, geil. So, wo, ich wollte zum Kolosseum. Das Kolosseum ist hier. Wenn das hier schon breit und deutlich ausgesprochen worden ist, dann denke ich mal, vielleicht ist ja auch Jürgen da. Ich habe keine Ahnung. Ich war noch nicht in Chandu und habe mich umgeguckt. Ich habe mich in einigen Gebieten umgeguckt hier. Aber in Chandu war ich jetzt noch nicht so gründlich am gucken. Ist deine Mission? Ist da oben was? Hey, du bist wer? Ah, ihr müsst die Meister des Ketal-Clans sein. Aber wir haben doch gewonnen. Ihr habt mein größtes Mitgefühl. Ich wünschte, ich könnte etwas sagen, um das hier für euch leichter zu machen. Um was für uns leichter zu machen? Wir haben gewonnen, oder? Ja. ihr habt noch nicht davon gehört? Tut mir leid, dass ihr auf der Weise erfahrt, aber der Endkampf wurde als Kopf-an-Kopf-Duell festgesetzt. Und wegen allem, was vorgefallen ist, haben die Schiedsrichter leider entschieden, dass es ungültig ist. Was aber? Sie haben die Regeln zuerst gebrochen. Wir haben Mila nur verteidigt. Ja, ich weiß, deshalb zählt der Verstoß eures Teams auch nicht. Das will ich auch hoffen. Komm schon, Mila, sag immer gründlich die Meinung. Mir ist es eigentlich egal. Wir haben es nicht geschafft, alle Exodus-Mitglieder ranzukriegen, aber wir haben unser Ziel so gut wie erreicht. Außerdem konnte ich austesten, wie groß meine Kraft ist. Bist du dir sicher, Mila? Ich meine, du hast dein Leben aufs Spiel gesetzt. Mir ist es eigentlich egal. Aber ich habe eine Frage. Unsere Gegner und die Organisatoren des Kampfes haben heimlich mit einer anderen Gruppe zusammengearbeitet. Stimmt's? Ja, stimmt's oder stimmt's nicht? Das werden wir im nächsten Part erfahren. Tschüss!